Ich begrüße den Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einer weiteren Geschwindigkeitsaufgabe. Wir haben hier zwei parallel laufende Transportbänder. Werkstücke werden von Punkt A nach Punkt B befördert. Die Transportbänder haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Werkstück 1 wird auf das erste Transportband gelegt, das mit einer Geschwindigkeit von 2,2 Meter die Minute hat. Nachdem 3 Minuten vergangen sind, wird auf dem zweiten Transportband das zweite Werkstück gelegt. Zweite Transportband hat eine höhere Geschwindigkeit. Jetzt wird Folgendes passieren, und zwar Werkstück 2 holt Werkstück 1 in Punkt B ein. Gesucht ist die Zeit in Minuten, das Werkstück 2 braucht, um Werkstück 1 einzuholen. Diese Vorgehensweise, wir haben hier in der Aufgabenstellung jetzt zwei Fahrzeuge oder zwei verschiedene Geschwindigkeiten. Jetzt kann man tatsächlich nicht mehr wie gewohnt mit dem VT-Diagramm das lösen, wie aus den Videos davor, sondern man muss hier zunächst mal eine Skizze oder mit Skizzen hier lieber arbeiten. Folgendermaßen ist das gedacht. Wir haben hier zunächst mal zwei Transportbänder. Das hier ist 1. Hier drunter befindet sich das zweite Transportband. 2. Beide haben Punkt A als Startpunkt, anschließend Punkt B als Endpunkt. Jetzt wissen wir, dass Werkstück 1 wird auf das Transportband gelegt, in diesem Fall hier Werkstück 1. Es hat eine Geschwindigkeit von 2,2, deswegen tun wir mal hier V1 mit 2,2 Meter die Minute. Und anschließend, nachdem 3 Minuten vergangen sind, das heißt, dieses Werkstück bewegt sich erstmal 3 Minuten. Es legt erstmal irgendeinen Weg zurück und es befindet sich jetzt hier an dieser Stelle. Das heißt, 3 Minuten sind vergangen. 3 Minuten. Das sind so sehr wichtige Indizien zu Werkstück 1. So, wird auf dem zweiten Transportband ein weiteres Werkstück gelegt. Und zwar gemeint ist das hier vorne. Auf diesem Transportband kommt jetzt das zweite Werkstück. Was wir hier drüber wissen, ist, dass dieses Transportband mit einer Geschwindigkeit von 2,8 Meter die Minute fährt. Oder das befördert. Was passieren wird, ist Folgendes. Irgendwann wird Werkstück 2 Werkstück 1 einholen. Genau hier an diesem Punkt B. So. Warum sollte es einholen? Naja, weil jeder weiß ja, Werkstück 2 ist ja schneller, wenn wir das hier mal vergleichen. 2,8 und hier haben wir 2,2. Also wird es irgendwann Werkstück 2 quasi Werkstück 1 einholen. Jetzt geht es darum herauszufinden, was für eine Zeit vergeht dann in Minuten, bis Werkstück 2 tatsächlich Werkstück 1 von der Position her eingeholt hat. Wie löst man das? Ich bitte euch zunächst mal im Stichwörterverzeichnis unter Stichwort Bewegung, gleichförmige, geradlinige Bewegung, zunächst mal diese Seite aufzuschlagen, wo all diese Formeln sind. Wir können tatsächlich etwas anwenden von den Übungen davor, die wir gemacht haben, wo wir ja nur ein Fahrzeug die ganze Zeit gehabt haben. Aus dem VT-Diagramm. Es ist jetzt der Gedanke, wenn ihr euch die Geschwindigkeit mal anschaut, die ist ja konstant. Es bewegt sich konstant 2,2 oder konstant 2,8. Deswegen muss der Gedanke jetzt entstehen, okay, welcher dieser drei Varianten, Variante 1, 2 oder 3, die Formeln aus diesen Varianten, welche Formeln führen mich zu dem Ziel? Naja, nur die Formeln aus Variante 1. Ich habe das in Ruhe in dem ersten Video mal erklärt, was das mit den Varianten auf sich hat. Aus welchem Grund? Ich zeige euch hier das VT-Diagramm. Könnt ihr ja hier sehen. In Variante 1, die Formeln, die sich hier befinden, sind dafür da, wo die Geschwindigkeit konstant bleibt. Die verändert sich nicht. Deswegen, wenn man das schon so ein bisschen analysiert hat, dann weiß man, aha, na gut, also nur diese Formeln werden uns jetzt quasi zum Ziel führen, weil unsere Geschwindigkeit sich nie ändert. Brauchen wir hier gar nicht angucken oder hier, wo wir abbremsen, das alles haben wir gar nicht in unserer Aufgabenstellung jetzt. Schauen wir mal nach, das heißt, nur diese Formel hier, S ist V mal T. Schreiben wir es, S ist V mal T. Gesucht ist die Zeit, also stellen wir mal diese Formel nach Zeit um. Hier steht ja mal V, wir machen geteilt durch V. So, somit wäre die Zeit nichts anderes als S durch V. Jetzt entsteht hier der Gedanke, was für eine Strecke setze ich ein? Denn ich kenne die Strecke ja gar nicht, diese, sagen wir, vom Punkt A bis Punkt B. Darum geht es hier gar nicht. Sondern es gibt hier halt zwei Systeme, das man beachten muss. Diese Gesamtstrecke, das zurückgelegt wird, wird jetzt hier nicht gebraucht, sondern es geht darum, was für eine Strecke muss eigentlich Werkstück 2
einholen. Was für eine Strecke hat quasi Werkstück 1 als Vorsprung? Und zwar, ich mache das mal hier vorne. Werkstück 1 würde sich rein theoretisch, weil es 3 Minuten Vorsprung hat, es hat ja quasi 3 Minuten Vorsprung, würde sich Werkstück 1 hier vorne jetzt befinden. So, hier ist Werkstück 1. Es geht jetzt herauszufinden, was für eine Strecke müsste man jetzt hier einholen zwischen diesem Weg hier. Wie macht man das? Das macht man wieder mit derselben Formel hier, mit der Hauptformel, sage ich mal, aus diesem Bereich, weil die Geschwindigkeit bleibt ja konstant. Wir können jetzt hier V mal T benutzen, diese Formel. Als Nebenrechnung kann man jetzt hier gehen und sagen, na gut, wir müssten eine Strecke einholen von S gleich V mal T. Setzen wir mal die Werte ein. Was hat Werkstück 1 für eine Geschwindigkeit? Darum geht es. Es hat, naja, 2,2 Meter die Minute. Für wie lange fährt Werkstück 1, bevor überhaupt Werkstück 2 auf das Band gelegt wird? Ganze 3 Minuten. So. Das heißt, die Minuten kürzen sich und wir finden jetzt heraus, 2,2 mal 3 sind 6,6 Meter. Zu verstehen ist es so, dass nach 6,6 Meter Werkstück 2 draufgelegt wird auf das Band und dann geht quasi der Einholprozess los. Diese Strecke muss eingeholt werden, nicht mehr und nicht weniger. Dadurch, dass Werkstück 2 ja ein bisschen schneller fährt, werden diese 6,6 Meter immer weniger. Beide Werkstücke bewegen sich irgendwann, befindet sich Werkstück 2 hier an dieser Stelle. Werkstück 1 befindet sich dann, sage ich mal, hier. So. Jetzt muss, dadurch, dass Werkstück 2 ja schneller ist, muss hier nur noch, sagen wir mal, 5 Meter eingeholt werden. Und immer weiter geht dieser Einholvorgang. Hier befindet sich Werkstück 2, hier würde sich Werkstück 1 befinden, dann muss Werkstück 2 nur noch 4 Meter einholen. Es wird immer weniger quasi, was eingeholt werden muss. Irgendwann holt Werkstück 2 Werkstück 1 ein. Das finden wir jetzt heraus, was für eine Zeit vergeht, bis Werkstück 2 jetzt quasi diese 6,6 Meter eingeholt hat. Jetzt müssen wir hier geteilt durch die Geschwindigkeit teilen und viele machen hier einen gravierenden Fehler. Sie setzen die Geschwindigkeit von Werkstück 2 ein, die 2,8, was leider falsch ist. Warum? Ihr müsst mal auf diese Aufgabe mal achten und zwar, aus welchem Grund holt Werkstück 2 Werkstück 1 ein? Es ist nicht der Grund, dass Werkstück 2 mit 2,8 schneller fährt. Nein, tut es nicht. Denn wenn beide Werkstücke, sage ich mal, die Geschwindigkeit von 2,2 hätten, würden die sich ja niemals einholen. Das heißt, was ist oder welche Geschwindigkeit genau ist der Grund, warum Werkstück 2 Werkstück 1 einholt? Naja, weil es ist 0,6 schneller. Darum geht es. Würde Werkstück 2, sagen wir mal, nur 2 Meter die Minute, hier das Transportband, nur 2 Meter die Minute befördern, dann würde Werkstück 2 Werkstück 1 ja niemals einholen. Weil es quasi, ne, 2 Zehntel schneller fährt. Und hier, also Werkstück 1 würde dann in dem Fall 2 Zehntel schneller fahren. Und hier, der Grund, warum Werkstück 2 Werkstück 1 einholt, ist, weil es 6 Zehntel einfach schneller fährt. Das ist quasi beim Überholvorgang. Ihr müsst euch immer so bedenken, wenn beide 50 fahren, 50 km/h wird nichts passieren. Wenn das eine Auto 60 km/h fährt, dann holt es quasi ein wegen diesen 10 km/h. Jetzt würden wir hergehen und sagen, na gut, V wäre jetzt hier nichts anderes als V2 minus V1, 2,8 minus die 2,2, das wären jetzt hier 0,6 Meter die Minute. Das ist der Knackpunkt der Lösung. Werkstück 2, es geht ja hier um Werkstück 2 alles, 0,6 Meter die Minute. So, die Meter würden sich kürzen, Minute würde ich übrig bleiben, das ist ja auch die Zeit, die gesucht wird. Wenn man das jetzt im Taschenrechner eingibt, dann kommt ein glatter Wert von 11 Minuten raus. Dieser ganze Einholprozess würde insgesamt halt 11 Minuten dauern und wir wären mit der Aufgabe schon durch. In der Aufgabe B geht es darum, dass wir die Strecke zwischen Punkt A und Punkt B berechnen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten System. Wie berechnet man die Strecke zwischen Punkt A und B? Naja, wir wissen auf jeden Fall, dieser gesamte Einholprozess dauert 11 Minuten lang. Das heißt, 11 Minuten lang fährt Werkstück, nehmen wir mal hier Werkstück 2,
2,8 Meter die Minute. Wir gucken wieder hier, weil wir wollen ja die Strecke ausrechnen. Die Geschwindigkeit bleibt ja weiterhin konstant. Also sind es wieder nur diese Formeln, die uns helfen werden, um die Strecke auszurechnen. Benutzen wir wieder diese Hauptformel. S ist V mal T. S ist V mal T. Und wir setzen die Werte jetzt hier ein von Werkstück 2, 2,8 Meter die Minute. Insgesamt fährt Werkstück 2 ja 11 Minuten lang. Dann haben wir das ja eingeholt. Jetzt können wir das in den Taschenrechner mal eingeben. So. Die 2,8 mal die 11, das ergibt 30,8 Meter. 30,8 Meter. So. Ja, das wäre jetzt hier zum Beispiel für Werkstück 2 und wir werden mit der Aufgabe schon durch. Das heißt jetzt nochmal zum Verständnis, damit Werkstück 2 diese 6,6 Meter einholen tut, braucht es insgesamt 30,8 Meter zur Verfügung, damit das passieren kann. Ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich. Man kann jetzt hergehen und sagen, na gut, viele machen auch hier mal gerne, was ist denn die Strecke vom Werkstück 1? Und zwar wäre das ja dieselbe Formel hier. Das ist ja eigentlich dieselbe Strecke. Das heißt, jetzt tun hier viele 2,2, Werkstück 1 bewegt sich ja mit 2,2 Meter mal. Hier machen viele einen Fehler und wir setzen 11 Minuten ein. Wenn man das dann in den Taschenrechner einsetzt, kommt dann quasi weniger als 30 raus. Und zwar, was ist das? 24. Und dann denken sich viele, hey, das kann doch nicht sein, denn die Strecke ist dieselbe, die ja beide ja zurücklegen. Das ist der Grund oder der Fehler liegt hier an der Zeit. Ihr dürft nicht vergessen, Werkstück 1 fährt natürlich auch die 11 Minuten, bis es eingeholt wird, aber Werkstück 1 hat ja noch 3 Minuten Vorsprung. Das heißt, hier vorne müssten wir anstatt 11 Minuten 14 Minuten hinschreiben. So, 14 Minuten. Wenn man das dann in den Taschenrechner eingibt, dann kommen wir auch auf dieselbe Strecke mit 2,2 mal 14 ganze Minuten. Das sind dann auch 30,8 Meter. Ja, ich bedanke mich weiterhin von ganzem Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.